Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liana, ich grüße dich. Deine Idee ist ein Marktstand. Und ob das jetzt verwirklichen kannst, ja oder nein, das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Dienerin symbolisiert die Arbeit. Sie dient. Sie zeigt nicht den Wohlstand oder großen Gewinn, sondern eher wie eine Sklavin viel Arbeit. Damit kannst du rechnen, wenn du das erweiterst, deine Arbeit, dann hast du weniger Zeit oder musst du viel tun. Was noch diese Karte bedeuten kann, brauchst jemand, der diese Arbeit dann auch macht. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese ältere Dame auf diesem Bild kann jemand sein in deiner Umgebung, eine ältere Frau, der dir weiterhelfen kann. Was aber diese Karte noch symbolisiert, das ist ein gewisser Rückzug und die Ruhe. Du brauchst auch Zeit für dich. Du musst dich auch mal ausruhen. Und wenn du ein neues Projekt startest, dann hast du noch mehr Arbeit. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir ganz viel Geld. Das bedeutet Wohlstand. Ich könnte auch sagen, die Reichtum. Und das kannst du erreichen. Ob das jetzt dieser Projekt ist oder anderen Projekt, lassen wir das noch offen. Was diese Karte noch bedeutet, achte auf den Finanzen oder überlege, aus welchen Quelle fließt das Geld. Und dann kannst du deine Entscheidungen treffen. Aber diese ältere Dame sagt dir, sei momentan zurückhaltend und überlege das noch gut, ob du das machen möchtest oder nicht. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir eine Hochzeit. Natürlich dein Privatleben, dein Liebesleben hat auch einen Einfluss auf deine berufliche Situation. Aber was diese Karte noch symbolisiert, das sind die Verträge. Und wenn du diese Gewerbe anmelden möchtest, dann handelt es sich auch um Verträge und das sollst du genau anschauen, überprüfen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Du wirst bald eine wichtige Nachricht erhalten. Ich glaube nicht, dass diese Nachricht mit diesem Gewerbe was zu tun hat. Ich denke eher, das kommt aus dem privaten Bereich von deinem Herzensmann. Und wenn ihr wieder kontaktiert, dann könnt ihr all das, was du vorhast, besprechen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese alte Weise Mann empfiehlt dir, überlege das ganz gut, ob du das machen sollst. Weil das ist mit viel Arbeit verbunden und die Frage ist, wie viel Gewinn machst du dann zum Schluss? Was dieser weise Mann auch vermittelt, du bist auch weise und du kannst dein Wissen vermitteln. Und das wäre ein anderes Gewerbe, ein anderes Gebiet. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt Geduld. Bedeutet
warten. Du sollst noch nicht handeln, sondern eher gut überlegen oder abwarten, wie das sich alles entwickelt, auch politisch und wirtschaftlich. Nicht, dass du dann Verlust machst mit diesem Geschäftsidee. Und dann beobachte die Geschehen, vielleicht Ende dieses Jahres oder was ich eher verspüre, nächstes Jahr kannst du dann dein Traum verwirklichen. Liebe Liana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.